Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Paul Wold. Genau, Paul Wold. Zu Minecraft. So, wir müssen mal kurz gucken. Warte mal. Kurz gucken. Den hier. Wir sind jetzt hier, ne? Sehen wir. Wir sind jetzt hier drinnen. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Bis nach dem Ball. Bis da drüber. Da haben wir nämlich die Map. Und dann können wir nach da gehen. Gehen wir nach oben. Und dann gehen wir nach links. Oder machen wir erstmal so nach oben, dann nach da. Dann gehen wir nach oben, dann nach da und dann nach da und dann nach da. So. So, das bedeutet, wir müssen jetzt in die Richtung. Jetzt gehen wir mal weg. Ich weiß bloß nicht, wann das ungefähr ist, dass wir. Er ist immer noch nicht gewachsen, das letzte Ding. Oh, wie gut. Man könnte auch selber Kirschbäume basteln, ne? So ist es nicht. Wenn wir da drüben runterspringen können, aber hey, freiwillig in den Tod. So, ich sag mal so, wenn wir hier eine Karte herstellen und dann passt die nicht ganz so, wie sie soll, dann ist es ja in Ordnung, aber. Hier oben ist wenigstens schon mal alles planiert gemacht, weil hier oben so ja auch ein Dorf drauf. Zumindest so ein Städter hier drauf. Ich will jetzt einfach mal hier eine Karte machen. Und so in die Richtung gehen, dass das Licht oder. Da hat's. Oder? Müssen wir mal ein Stück in die Richtung. Ja, jetzt hat's. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Wir müssen jetzt in die Richtung. Drei Karten. Also eine, zwei Karten müssen wir in die Richtung. Du kannst mal Scheiße heißen. So, dann müsste das jetzt eine neue Kartenabschnitt sein. Ja, ist es auch. Karte ist aber gar nicht mehr drauf, ne? Genau, ist gar nicht drauf hier. Das ist genau der Kartenrand an der Mauer. Da haben wir die Mauer komplett am Kartenrand gesetzt. So, jetzt müssen wir eine neue Karte zünden. Genau. Hier hinten würde ich nämlich auch gerne noch einen Hafen bauen, wenn ich ehrlich bin. Zum Glück deckst du die Karte jetzt so, dass du nicht erst sonst die weit rennen musst. Dass das nicht so ein kleiner Punkt ist wie damals. Sieht auch geil aus, die Dingsform. Aber wir sind jetzt ins zu weit gerannt, kann das sein? Werden wir gleich sehen. Jetzt ist es so dunkel. Zumindest ist schon mal die Wege drauf. Ich glaube, wir sind zu weit gerannt, ne? Wir kontrollieren es lieber an der Karte oben.
Das ist vielleicht besser. Man hört, sind jetzt mittlerweile die Sounds wieder da. Ja. Ein absoluter Profi. Nichts zu sagen. Gucken wir mal, welche Art Karte wir jetzt genommen haben. Jetzt ganz außen waren oder wir waren jetzt ganz außen. Wir müssen jetzt endlich mal hier einen ordentlichen Aufgang basteln, ey. Ja, Mondfinsternis, ne? So, warte mal, da müsste das ja die Karte sein hier. Zack, genau. Dann haben wir die hier. Dann haben wir die hier genommen. Ach so, ne. Genau, ne, haben wir richtig gemacht. Wir sind aber so Quatsch, wir wollten. So, da müssen wir jetzt noch oben die zweite Reihe machen. Dann nehmen wir uns mal die Karte mit. Oder? Oder wir gehen hier ran. Gehen bis da drüber. Müsste eigentlich auch funktionieren so. Das ist eben blöd, dass der Marker dort der nervt. Kartenmarker nervt. Kann man das nicht ausstellen? Option. Grafik, Geräuschesteuerung, Barrierefreiheit, Sprache, nee. Naja, da gehen wir mal. Wenn wir das nämlich gemacht haben, dann können wir nämlich mal in die Richtung gehen und in die Richtung. Aber immer so, dass wir möglichst beide gleich ganz einfach abgrasen können, ohne dass wir viel hin und her rennen müssen. Weil die Monster wieder ansehen, werden die alle weggenutzt. Ah.
Kannst du da auch mal Dings wieder anmachen, Strottel? Ein Ton, wa? So, da haben wir das auch. Hier haben wir einen Kürbis, Wahnsinn. Das nehmen wir jetzt mal schnell zurück und dann würde ich sagen. So, bloß nur den restlichen Karten machen. Ja, mal. Deckelchen. Ich würde gerne wieder Dings basteln. Mit ein paar Häuser und so. Das würden wir auch noch im Speedrun machen. So, da haben wir das gut. Ich meine, ja, man sieht hier nicht drauf, aber es gehört halt sofort dazu. Sonne geht auf, lieblich wie immer. Lassen wir bei der Karte. Da geht's auf. Die Sonne. Der Schatteneinfall ist wunderbar. Erinnert mich echt an das Haupthaus von der Horde, ne? Bei Warcraft 3. So, dann werden wir jetzt mit der Karte hier noch. Genau, und da, die kommt dann hier dran. Dann kommt die dorthin und die dorthin. Dann haben wir die hier und die hier. Und dann das Dorf mit drauf haben. Im Moment. So, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Wir werden in der nächsten Folge vielleicht eine kleine Timelapse-Folge machen, dass wir die Karten hier machen. Dass wir hier erstmal hier klare Dings schaffen. Dass wir erstmal hier mit zwei Karten bis hier vorgehen. In alle Himmelsrichtungen. Das bedeutet, wir starten hier hinten, wir gehen hier drüber, hier dran vorbei, in die Richtung. Ja. Ich finde das geil, dass man die Wege sieht und so, das ist schon richtig geil gemacht. Müsste bloß noch ein bisschen angeschlossen werden, dass die Mauern alle geschlossen sind dann ringsherum. Mauern müssen wir noch upgraden, da müssen wir auch noch Speedrun machen. Hier haben wir unsere Dings. Alter, das sieht einfach. Das ist schon viel verändert, ne? So ist, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag ciao. Mit V. Tschüss.